Verein muss, dass ihr die Leute eine Ausgabe haben und dann kann man sie zur Kassiere. Die haben nicht gewusst, was sie damit tun soll. Der gehört da aufgestellt. Da kann sich jeder hinstellen und es schaut noch aus, als würde er im Raum drinnen stehen. Es wäre blöd. Grüß Gott, Herr. Guten Tag, Herr. Ich hätte, glaube ich, noch ein kleines Tischstück. Achso, das hätten wir noch drauf. So, das tun wir noch. Ein Tischstück, Herr. Grüße, kennt ihr. Petra, darf ich die? Machst du gleich mal auf. Das ist schon eine Neo-Agile. So, gleich. Aber bitte niemand ins Gesicht. Ausnahmsweise wird halt geschossen. Nicht so, wie man, ja, es bei der Gasgewerbekonzession gelernt hat, dass der Stoppel nicht liegt, hätten wir es auf die. Ja, bitte! Wusstet mal so mal an. Auf unsere 20 Jahre Mini-Jubiläumsfeier. Ich war dabei mit dem Franz. Hallo, tut es ein bisschen hoch. Wie wir zusammengesessen sind und ich habe gesagt, ich war gerade auf einem Seminar und da ist gewesen, wie wichtig es ist, dass jeder sein Dorf hat. Wo er daheim ist, wo er die Leute kennt, wo er sie unterstützt wird. Und damals haben wir gesagt, schauen wir, dass Annenheim ein Dorf wird. Und aus dem hat sich dann entwickelt das Pro Annenheim. So, wie das dann weitergegangen ist, weiß ich nicht mehr genau. Dann hat der Jesche Franz, glaube ich, verschiedene Leute zusammengeholt. Die sogenannten Gründungsmitglieder. Die sogenannten Gründungsmitglieder. 1996. Aha. Und dann hat man den Verein Bornheim gegründet. Ja. Der erste, der Gründungsobmann, war, wie gesagt, der Ingenieur Jesche Franz. Und die anderen, die unterschrieben haben, das warst dann du, das war die Grete, das war der Unterweger Seppi, ja. Das war die Milo die Gute, Gott lasse sie rum, das war glaube ich der Rani Klausi und meine Wendigkeit, wenn ich mich irre. Ja. Wir haben uns ja eigentlich ein bisschen vernachlässigt gefühlt von der Hauptstadt, von Treffen, nämlich von Treffen selber, von der Obrigkeit. Ja. Und das war mitunter auch ein Grund, dass wir einen Verein gründen, damit wir uns ein bisschen stärker eben im Treffen präsentieren können. Aber ein Ziel war auch immer, dass man mehr Gemeinschaft schafft. Dafür hat es ja auch diese ganzen Veranstaltungen gegeben, damit mehr Gemeinschaft entsteht in Annenheim. Die Leute, man hat die Leute, die auf der Seite wohnen, die Leute, die am Bach wohnen, man hat die kaum gekannt. Und das war wirklich durch die vielen Veranstaltungen, was wir gemacht haben, aber das ist nur durch Annenheim passiert, weil sonst hätte man mir uns alle nicht kennengelernt. Das war einfach so. Und man hat immer mehr Leute kennengelernt. Das ist einfach immer netter geworden, das ist immer schöner geworden. In ein paar Jahren werden halt so zu den Festen wo wir jetzt. Ja, und ich werde es mir nachher erklären. Ein großer Start war ja eigentlich die Haltestelle da oben, gell? Wo? Da, in der Haltestelle Annenheim. Die erste gemeinsame Feier war erste gemeinsame Feier, irgendwas, Adventfeier haben wir da zum Beispiel mit Maronibraten, mit dem Rohmarkt, mit einem Bazar. Ja, das war der Start da. Da gibt es auch noch Bilder davon. Am Bahnhof oben. Und dann war doch auch einmal eine Ausstellung über alte Fotos von Annenheim. Ja, das haben wir auch, glaube ich, da oben mit. Das ist alles da oben passiert. Bahnhof, ich kann mich erinnern, dass das eine nette Ausstellung war mit alten Fotos von Annenheim. Ja, die Pflanzer-Idee war ja, dass wir zusammenkommen. Also wo hätten wir so ein Zusammenkommen? Ja. Bei gemeinsamen Festeln. Ja. Deswegen haben wir angefangen, Festeln zu veranstalten, egal in welcher Form. Im zweiten Winter war es so, da wollten wir uns eine Schneekanone ausleihen, weil kein Schnee war, so wie jetzt. Ja. Hat uns die Kanzelbahn keine gegeben. Wollten wir den Park beschneien, wie hätte ausgeschaut im Winter. Ist so auch nichts geworden. Beschneien? Ja, weil wir Winterveranstaltung war. Und es war kein Schnee. Es war kein Schnee. War kein Schnee. Ja. Wasser hätten wir gehabt, Strom hätten wir gehabt. Nein, aber keine die Schneekanone haben wir keinen gehabt. Das kann ich mich aber auch nicht erinnern. Das war ziemlich am Anfang. Im zweiten, dritten Jahr, wie wir nachher da oben im Bahnhof festeln und dann da herunten. Das waren die Vorläufer von den Parkfesteln. Wir müssen als Annenheimer froh sein, dass wir in den Seepark kommen. Ja, was wir nicht vergessen dürfen, liebe Freunde, wir haben jetzt 20 Jahre pro Annenheim und haben eine Untersektion. Das ist ja unsere Lahngruppe, der Annenheimer Lahnclub, der ja auch zu pro Annenheim gehört. Immerhin. Machen wir heuer, haben wir heuer 15 Jahre Annenheimer
nahen Club. Richtig gesagt, pro Annenheimer Nahen Club. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, dass wir da so eine kleine, aber feine Forschungsveranstaltung jedes Jahr auf die Beine stellen. Und jedes Jahr wundern wir uns, dass es noch steigerungsfähig ist. Hat es das erste echte Prinzenpaar gegeben von Österreich? Das wird ja für die anderen Forschungen immer falsch berichtet. Das ist das Prinzenpaar, die Frau und der Herr sowieso. Wir haben zwei echte Prinzen gehabt. Der ORF hat sich darum gerissen um das Ganze. Der war ganz heiß drauf. Mit dem Obmann sind sie beim Villacher Umzug mitgefahren im Cabrio. Und die zwei echten Prinzen sind hinten oben gesessen. Das also Prost aufs Prinzenpaar. Ja, Prost. Wo ist der zweite Prinz? Schöpfen. Das ist gut. Das ist ja, da muss ich schauen, in der Familie ist die Kohle einer Konfektion. Das ist der Seniorenbundpräsident von Arnhem. Jetzt meldet er mal ober, dass sie aufgehört hat zum. Das war perfekt, wie du das gemacht hast. Aber der Fisch, den hier ist immer noch. Nimm den einfach in Rüdler weg. Super, Richard, wie du das machst. Gut, danke. Die lustigste, muss man so sagen, ja, das muss man wirklich sagen, das war Prag 2014, Dezember 2014. Sehr legendär. Ein legendärer Vereinsausflug. Da war das nämlich war die. So legendär. Ja, weil da die Jung pro Annenheimer viele mit waren und einfach eine legendäre Reise war. Und wir haben mit viel den erlebt. Älteren auf der Theke getanzt. Mit die Mischung mit den älteren pro Annenheimern, das hat es einfach ergeben, dass das ein legendärer Ausflug war. Die Beteiligten werden sich heute daran erinnern können, an die schönen Nächte vom Tag. Ja, ja. Ja, ja. Ja, einfach auch die Gemeinschaft mit den Leuten. Ja. Und dann bin ich halt irgendwann so eingeteilt worden, dass ich halt aus der Geschichte mal aussteigen kann. Ja, für die Kulinarik waren wir halt zuständig. Gell? Genau. Ich danke dir für 20 Jahre Unterstützung, dass du an meiner Seite für den Verein gearbeitet hast. Ja, ja. Ihr müsst schon sagen, was ihr euch wünscht, von eurer Seite aus einfach, was ihr euch für pro Annenheim wünschen würdet. Ob jetzt diese Wünsche erfüllbar sind, dass wir wünschen, dass es so weitergeht. Genau. So weitergeht es. Dass die Gretel, wir beide wünschen uns, dass die nächste Generation den Verein genauso gut weiterführt, wie es wir hoffentlich gemacht haben. Das habe ich ja in Kurzform so gesagt. Genau, so Im Sinne unseres Mottos, ja. Miteinander reden, miteinander feiern. Ja. Und dass die Jungen sich schon langsam immer mehr einbringen, das tun sie ja. Mehr brauchen sie nicht einbringen wie jetzt. Ja. Ja. Danke, Klaus. Ja, das ist ja nicht so toll. Weißt du, das ist so wie, ihr seid für mich fast die Kinder, die nachkommen, ihr zwei. Und den kann ich nicht allein lösen als Großvater. Ja, das ist der. Oh Gott, sie ist aber so. Klasse, du darfst jetzt dein Handy abgeben. Nein, das hält von selber auf, das ist ein gutes Handy. Das war wohl eine Investition für unsere Kinder. Monika, wir haben gesagt, wir steigen da auf. Jemi, komm. Nein, Gretel, du das ist nicht lang. Pro Annenheim klettert, oder wie? Klaus, ich komme auf mit dir. Nein, ich tue die Gretel spitzen. Jemi, komm. Das geht mein Sohn. Das ist ja auch eine nachhaltige Investition. Na gut. Nein, ich steig eine, ihr Lieben, wir können nicht.